Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen nach in Klumbels. Jo, der ist schon wieder overpressurized. Wir haben hier ziemlich viel Natural Gas, das wir verbrennen können, wenn wir es denn brauchen. Brauchen wir noch nicht wirklich. Sehen wir hier noch nicht so viel weitergegangen ist. Oh man, hier ist auf jeden Fall alles heiß. Und das ist blöd. Und wir können von hier die Kälte nicht wirklich nehmen. Hier läuft es aktuell gut. Wasser ist schön abgekühlt. Das ist ein bisschen Eis. Aber wir haben hier mittlerweile wieder unser altbekanntes Problem: Überhitzung. Extreme Überhitzung, der bricht wieder aus mittlerweile. Wir könnten hier ein bisschen was wegbauen. Dann wird man hier ein bisschen mehr Platz haben, dass der mehr ausbrechen kann, der Tank größer wird. Wir müssen aber natürlich jetzt noch langsam mal hier anfangen, einen Loop reinzumachen. Das Problem ist, ein langer Loop hilft uns relativ wenig. Mit viel Sinn. Ist warm da drin, ne? Hier drin dann natürlich einen Wärmetauscher in irgendeiner Form, damit wir das kühlen können. Ist auch die Frage, womit kühlen wir? Idealerweise wäre natürlich Polluted Water hier am Start. Wie machen wir einen Kühlen? Boah, ich weiß schon, ich gar nicht mehr, verdammt. Warum geht Turner unbedingt hier hin, oder wo ist denn das hier? Pick me up, bro. Okay. Das Problem ist natürlich, wir bräuchten einen gescheiten Kühlloop. Oh nein, wir haben da... Okay, wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben da drin natürlich was vergessen. Erstens mal brauchen wir hier Aquatuner. Wir haben aber... Stahl mehr? Doch. Zu wenig noch. Und Stahl würde das Ganze um 56 Grad erhöhen. Und wir haben bereits 56 Grad. Das ist eine heiße Nummer. Verdammt. Okay. Was tun wir da am besten? Wir könnten jemanden losschicken, da reinzugraben. Und uns hier Polluted Eis rauszuholen. Wenn wir das Wasser hier etwas abkühlen können, dann können wir mehr Stahl produzieren. Dann können wir hier die Aquatuner reinbauen. Es sollten auf jeden Fall zwei Stück werden. Einer, natürlich, hier geht's wieder los. Genug, Nicola, genug. Kein Strom mehr. Sind wir hier schon überlastet? So, ich würde mal sagen, ein Aquatuner kommt hier hin. Und einer kommt hier hin. Das bedeutet, sie müssen unbedingt auch noch weitermachen kurz, was auch immer das war.
So, wenn wir sagen, ein Aquationer kommt hierhin, Wasser hinein und Wasser hinaus, aber hierhin. So, dann müssen die Leitungen entsprechend so liegen. Hier war ein Reservoir hin. Die bleiben natürlich weg. Wir brauchen hier drunter natürlich Temperatursensoren, die sagen, okay, es ist heiß genug hier einzuschalten. Wie machen wir das am besten? Wie haben wir das sonst gemacht? Haben wir da einfach nur die Turbinen ausgeschalten? Ich glaube schon. Mit Blei. Lass das heute mal offen stehen hier. Ne? Goldpumpe hier rein. Ein Reservoir hier irgendwo hin. Das nehmen wir rein. So, ah ja, genau. Das war natürlich auch wichtig, wo haben die Aquationen ihren Stromanschluss? Und das so platzieren. Hier dran. Bekommt hier natürlich einen Anschluss. Warum baut er die alle einzeln, verdammt? Mann. Ah, vielleicht. Vielleicht keinen. Vielleicht hätte man auch dann Tank für Wasserdampf. Aber das ist eigentlich unnötig. Genau, am besten wir releasen das einfach dann hier hinein. Einfach den Dampf da durchführen. Beziehungsweise was auch immer hier müssen wir auch immer da rauspumpen. Okay, das ist auch schon soweit. Wird das auch dann hier drin das Ganze absaugen. Wobei noch nicht ganz, weil es noch nicht fertig parametriert. 3 Sekunden. Was ist, wenn wir hier 3 Sekunden machen? Dann muss das ein bisschen länger halten. Jetzt kommen wir runter auf 3, 5. Machen wir 3 Sekunden. So, von hier oben. Okay, von hier oben wird noch nicht wirklich rausgepumpt, weil hier noch nicht dicht ist. Ah, wir haben bereits polluted Eis. So. Ja, ja, wir sind sofort da. Bitte hier und hier und hier. Oh, hier.
Hier ist es zu heiß. Ja, hier ist es auch heiß. Allerdings. Das ist wahr. Beeil dich da unten, bitte. Das bist jetzt nicht du. Doch, das ist Hassan. Ja, beeil dich mit dem Bauern. Je schneller du bist, desto schneller bist du da raus. Warum gehst du auch da unten rein? Passiert? Oh, nein! Nein! Oh nein, das Wasser ist gefroren. Shit. Das war genau der Grund, warum ich gemeint habe, wir sollten genau der Grund, wieso ich meine, wir sollten das Ganze mit einem Ventil überwachen, damit es nicht zu kalt werden kann. Jetzt ist genau das passiert. Shit. Okay, das müssen wir dann da einbauen unbedingt. Temperaturüberprüfung. Genug momentan. Ich muss das schon packen. Okay, da kommt schon noch einiges an Gold. Schon wieder? Ja, das kann jetzt nicht sein. Das kann. Oder ist es wegen. Weil das hier auch nach wie vor noch gefriert oder wie? Ja, sollen wir das einfach hier im Kreis schicken dabei. Dann wird sich die Temperatur hier schön verteilt. Ja, da, wow, da drin haben wir Minusgrade mittlerweile. Was natürlich gut ist. Wichtig ist, dass da drinnen nicht zu irgendwelchen Schäden kommt. Das muss dann aber in den Kreis fließen. Zeit. Passt noch. So, Hassan wird aber über Nacht hier bleiben. Nur schon her mit mehr Polluted Water. Wir können ja hier mal auf 500 runtergehen. Da kann man mal vorpumpen ein bisschen. Da wieder ein bisschen Sauerstoff bekommen und da oben wieder ein bisschen Temperatur reinbekommen, weil es ist noch ein bisschen kalt geworden da drinnen. Mittlerweile hat sich sie schon schön verteilt, aber naja. Just to be safe. Wieder schön, auf geht's. Kaum noch Wasserstoff hier drinnen, also wir sehen wieder Zeit, die mal einzuschalten. Die müssen wir natürlich hochdrehen, damit hier kein Unglück passiert. Okay, geht's so
auch los. Gewehr runter 400 oder 350. Schön kühler Sauerstoff. Und wir bekommen hier noch ein kleines bisschen nach. Schön. Kühlt wieder unsere Basis ein bisschen ab, weil hier ist sehr viel zu warm überall. Okay, jetzt muss er da oben schon ein Vakuum ziehen. Hier ist alles voller Wasserstoff. Zum Teufel ist Hassan. Ach, er liegt hier noch. Okay, okay. Ja, Hassan, ich würde mal sagen, das passt schon. Seine Arbeit wird dringend gebraucht. Gold. Gut, gut. Es geht hier voran. So, ich denke mal, wir können hier dicht machen dann. Ah, hier könnte man eigentlich so eine isolierte Tür bauen. Das braucht man ja gar nicht. Die braucht nicht angesteuert sein, das ist weg. Die jedoch muss angesteuert sein. Fällt mir gerade ein. Ja, da drin ist warm, seid vorsichtig bitte. Tut euch nicht weh. Ja, stimmt, wir müssen auch noch da rein, weil die hier noch nicht gebaut sind, die Leitungen. Oh. Nicht. Schauen wir da oben aus, temperaturmäßig. Gut. Die sind zwar ziemlich warm, aber der Wasserstoff und vor allem der Sauerstoff kommen relativ kühl daher. Der Kühlloop arbeitet ja momentan noch nicht mehr richtig, ne? Können wir noch weiter hochgehen. Dass er noch mehr Temperatur abnimmt. Wer war es denn? Hier unten? Ja. Turner vermutlich. Und hier die ganze Zeit das Gold holen. Boah, da ist schon wieder viel Wasser drin. Vielleicht sollten wir auch einfach direkt... Nochmal. Vielleicht sollten wir auch einfach direkt das Wasser hier nehmen und da reinführen. Durch die Aquatuna. Das einfach direkt kühlen.
Vielleicht noch besser. Anstatt dass wir hier mit dem Wärmetauscher arbeiten und das da im Kreis führen, ist das vielleicht effizienter. Das brauchen wir jetzt momentan nicht unbedingt, das können wir händisch umschalten. Dann machen wir die Leitungen hier dran. Ja, das kann dann der Rücklauf sein von mir aus. Okay, wir machen. Okay, komm. So. Machen das hier so. Und wir lassen das hier weg. So. Geh raus, das ist heiß, Mann. Müssen sich so auf die Beine abwischen. Baut das halt aus einem anderen Material, zum Beispiel das Gold. So, muss man irgendwo noch Strom herbekommen. Was ist mit dem hier? Gut, wir brauchen sowieso zwei. Können wir hier aber hinbauen. So, zwei Transformer. Okay, das müssen wir auch hier daneben aufmachen. Dass wir da rauf können. Was hat er schon wieder? Slime lang hat Hassan schon wieder. Toll! Wie geht's hier voran? Gar nicht momentan. Warum geht's hier nicht weiter? Pipe blocked. Oh, weil hier das Ding voll ist. Oh nein! Shit. Das ist natürlich blöd. Ja, ein Overflow. Beeilt euch, Mann. Drinnen. Es ist noch nicht viel passiert. Wir haben langsam die Leitungen erst gebaut. Dann sparen wir sich hier einen Wärmetauscher. Oh, der Part ist auch schon zu Ende. Wenn wir es direkt kühlen, dann brauchen wir keinen Wärmetauscher hier bauen. Das ist so ineffizient ist. Schauen wir mal, was es hier gibt im Printing Pot. Stahl, her damit. Gut, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.